Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute schauen wir uns den Park von Shroomcaster an. Der heißt Jurassic World Mexico. Und der beginnt hier vorne. Da kommen die Besucher sozusagen aus einem Tunnel raus. Und dann führt hier eine Straße entlang. Und auf der anderen Seite, da fliege ich mal ganz schnell hin. Da ist dann auch nochmal ein Tunnel. Und er hat hier auch schon ganz viel mit der neuen Deko gearbeitet. Das hier sind ja diese ganzen Lagunen-Deko-Sachen. Kann man halt mit Mods dann auch gut in den Boden versenken und sowas. Und da kann man die echt nice einbauen in den Park. Und man kommt hier als allererstes auf so einen Parkplatz, würde ich sagen, ne? Ich glaube, das soll einen Parkplatz darstellen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es so gedacht ist, dass das hier eine Straße ist, wo dann Autos langfahren. Und dann kann man halt hier auf den Parkplatz von dem Park fahren. Oh, schaut mal, hier ist sogar eine Schranke. Okay, das ist definitiv ein Parkplatz. Voll die coole Idee. Sieht auch echt interessant aus von oben. Oh, das ist auch eine nice Idee. Einfach hier den Zaun kombiniert mit diesen Lagundeko-Objekten. Und hier geht es dann in den Park rein. Voll schön gemacht. Hier ist auch nochmal ein bisschen Springbrunnen-Action. Aber ich würde sagen, wir gehen mal hinein in Jurassic World Mexico. Hier hat man dann auch als allererstes ein paar Besucherläden. Noch mehr Wasser. Eine Toilette darf natürlich auch nicht fehlen. Okay, ich glaube, hier kommen erstmal richtig viele Besucherläden. So ein riesiger Plaza. Ah, und eine Lagune kommt direkt. Boah, das ist das schön. Das sieht richtig cool aus. Auch schön mit den verschiedenen Wegfarben hast du gearbeitet. Ja, hier sind richtig viele Hotels, Besucherläden und dann natürlich als Highlight nochmal die Lagune und das Besucherzentrum. Oh, und guck mal, du hast es hier auch so gemacht, dass man in das Besucherzentrum reingeht sozusagen und dann dort einsteigt in diese Einschienenbahn. Und dann fährt man los. Auch eine richtig gute Idee. Die Lagune finde ich auch richtig cool. Ich finde das cool, dass du das da alles so eingebaut hast mit Gebäuden. Ich glaube, das hier sind auch Beobachtungsgalerien. Aber ich glaube, das sind nicht die Beobachtungsgalerien, die man normalerweise in eine Lagune einbaut. Ich glaube, das sind die aus dem Aviarium, wenn mich nicht alles täuscht. Ich flieg mal einfach rein, dann sehen wir das. Oh, hier ist übrigens ein Zweiteilus drin. Das sind tatsächlich die aus dem Aviarium. Und man kann dann natürlich hier auch noch rumgehen und dann auch in die Hotels und sowas noch gehen. Da hat man dann bestimmt auch richtig gute Sichten. Es gibt jetzt ja auch neue Ansichten aus den Hotels. Also man kann das auf jeden Fall aus allen Blickwinkeln sehen. Hier auch aus dem Turm. Boah, dann diese schönen hohen Berge im Hintergrund. Das ist schon echt cool. Sind auch noch ein paar Lampen und sowas mit reingearbeitet. Oh, das ist ja alles mit Scheinwerfern und so angestrahlt. Wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, schauen wir uns auch noch mal den Parkplatz hier bei Nacht an. Oh, hier ist übrigens der richtige Besuchereingang. Das sieht auch alles richtig cool beleuchtet aus. Wir fliegen jetzt mal hinein in die Lagune. Oh, du hast komplett die Ränder ausgestrahlt hier mit so Scheinwerfern. Das ist echt cool. Es wirkt auf jeden Fall sehr atmosphärisch hier.
Und hier rechts ist dann auch nochmal ein Gehege. Da hast du auch wieder diesen coolen kombinierten Zaun benutzt. Ich kann leider gerade die Dinosaurier da drin nicht sehen. Aber das ist auch sehr dschungelig, das Gehege. Das finde ich auch cool, dass du hier diese Beobachtungsgalerien so miteinander verbunden hast. Durch Steine. Aber wir fliegen jetzt mal weiter. Ich glaube, wir müssen jetzt tatsächlich in die Einschienenbahn. Ich glaube, ansonsten geht es hier nicht weg. Ich zeige es euch nochmal von oben, den Bereich. Hier ist auch nochmal sehr cool, dass du die Lampe als Säule benutzt hast, so als Stütze. Aber wir fahren jetzt mal damit. Also ich fliege da einfach rüber. Immer ein bisschen leichter. Du hast hier nämlich auch so eine Dreierabkreuzung oder Kreuzung gemacht. Finde ich auch cool. Funktioniert natürlich nicht wirklich, weil das sieht man hier ganz gut an diesen Stücken. Aber optisch sieht es halt nice aus. Ich würde auch sagen, dass wir als erstes einfach mal hier rechts abbiegen. Hier kann man dann sogar schon in... Ja, was ist das hier? Fast schon so ein Vulkan in groß. Ja, nicht wirklich ein Vulkan. Aber da kann man so ein bisschen reingucken. Aber ich glaube, wir werden danach noch eine bessere Sicht kriegen. Da ist auf jeden Fall eine Gyrosphäre drin. Deswegen gehen wir jetzt mal erstmal normal weiter. Und zwar hier hin. Und auch wieder viele Beobachtungsgalerien. Und ein echt interessantes Gehege mit so Containern drin. So als Sichtschutz für die Dinosaurier. Und die verstecken sich auch schon wieder. Da. Dracorex sind das. Vielleicht auch noch was anderes. Ich glaube, das sind nur Dracos. Ah, die haben natürlich durch diesen Sichtschutz wirklich ein entspanntes Gehege. Das heißt, man sieht die nur, wenn die dann hier vorne sind. Und ich finde, du hast das auch hier vorne richtig cool gemacht mit diesen ganzen umgefallenen Baumstämmen. Oh, hier auch wieder die Deko richtig schön. Es wirkt alles so lebendig hier. Fällt mir richtig gut. Und du hast hier rechts sogar so eine Brutstation eingebaut, oder? Als Deko. Auch interessant. Sieht dann aus wie so ein Garten oder sowas von dem Restaurant hier. Und hier haben wir ein Aviarium. Aber im Boden versenkt so ein bisschen. Und auch wieder cool die ganzen Gebäude miteinander kombiniert. Fliegen mal hinein. Okay, hier sind keine Flugsaurier drin, glaube ich. Hier haben wir Velociraptoren. Also haben wir so ein Indoor-Gehege. Das sieht ja mega cool aus. Auch hier, wie du die Beobachtungsgalerie eingebaut hast. Das mit den Bäumen ist auch echt cool gemacht. Dass die hier nur so ein bisschen rausgucken. Dadurch wirken die halt wie ganz andere Bäume. Finde ich auch mega cool, das Gehege. Von außen sieht es auch krass aus. Dann fliegen wir mal weiter zur nächsten Station. Flieg mal direkt hoch, weil hier ist wieder ein riesiger Besucherplatz. Wie cool du das hier mit den verschiedenen Wegfarben gemacht hast. Sieht richtig cool aus. Dann einfach so ein ganz kleines Lagunenbecken. Einfach an allen Seiten was platziert, damit es nicht rund ist. Und hier dann solche Türme, die sind dann sowas wie Beobachtungstürme wahrscheinlich. Kann man natürlich leider nicht rein. Und dort drin haben wir Ichthys. Auch wieder mit den Aviarien-Galerien. Die eignen sich auch echt gut, ne? Das sieht echt cool aus, wenn die da so drin stehen, die Besucher. Hier in der Seite auch nochmal. Dann hier wieder ein riesiger Besucherplatz. Boah, diese Wege, wie du die gebaut hast, das ist so schön. Das sieht mega cool aus. Und hier ist dann eine Jurassic Tour.
Tier geht schon ins erste Gehege. Das dürften Olorotiten sein. Ne, es sind keine Olorotiten. Quatsch, was erzähle ich? Das sind, glaube ich, Centaurus, ne? Ich check das mal kurz, nicht, dass ich was Falsches sage. Ja, Centaurosaurus. Boah, hier geht's über eine Brücke. Ja, als ob das funktioniert so. Wie cool ist das denn? Okay, die anderen fahren aber dadurch. Habt ihr das gerade gesehen? Also man selber kann hier rüberfahren. Aber ich glaube, die Kollegen, da achten wir gleich mal drauf, die fahren da durch. Sieht aber heftig aus. Voll die coole Idee, so eine Brücke zu bauen. Ah, guck mal, die Kollegen, die verschwinden da leider. Also es ist gut, dass wir selber fahren, sonst wären wir da auch da unten verschwunden. Habe ich die Aussicht gar nicht genossen von der Brücke. Das dürften, glaube ich, Kentros sein, oder? Ja, Kentrosaurus. Ich fahre jetzt einfach nur mal hier in den Strand. Aber man hätte perfekt von der Brücke runtergucken können und dann hat man hier eine schöne Sicht am Ufer entlang. Das ist natürlich auch nochmal richtig schön. Und du hast auch hier so Scheinwerfer und sowas ins Wasser gemacht. Dementsprechend ist das Ganze bei Nacht dann auch hier richtig schön beleuchtet. Oh, die Brücke ist ja auch richtig beleuchtet. Krass, wie das aussieht. Da hinten geht es auch nochmal über eine Brücke. Und hier vorne geht es dann in einen anderen Bereich. Was ist das denn für ein Tor? Ich glaube, das ist das aus dem Aviarium, oder? Ich wusste gar nicht, dass man das mit Mods einfach so platzieren kann. Mal direkt so ein Schleusentor. Bin schon wieder richtig krass überrascht, wie kreativ dieser Park ist. Hier kann man sich so gut inspirieren. Das sieht auch richtig gut aus hier. Wie schön du das mit diesen ganzen Segeln und sowas da gemacht hast, über den Beobachtungsgalerien. Und dann auch hier die Säulen, dass die Dinge auf Säulen stehen. Mega. Und auch ist hier wieder ist alles beleuchtet. Ich kann euch leider jetzt auch nicht alles bei Nacht zeigen. Würde sonst zu lange dauern. Aber ihr könnt euch den Park ja auch runterladen und selbst ausprobieren. So, das war die Tour. Ja, da habe ich aber, glaube ich, irgendwas verpasst, weil da war ja auch eine zweite Brücke. Vielleicht ist die zweite Brücke auch gar nicht für die Tour Trucks. Hier ist auf jeden Fall der Bereich nochmal. Da kann man dann auch schön in die Galerien gehen. Dann perfekt die Sinoceratopse und... Oh, was sind das? Archaeornithimimus, schätze ich. Angucken. Ne, Struthiomimus, okay. Hä, aber die Tour fährt hier schon noch lang? Ach so, stimmt. Logischerweise, es gibt ja Zwischenstationen mittlerweile. Daran habe ich gar nicht gedacht. Das heißt, wir sind noch gar nicht fertig. Hier kann man nur einmal aussteigen. Dann fahren wir das letzte Stück jetzt einfach nochmal bei Nacht, würde ich sagen. Dann sehen wir auch die schöne Beleuchtung mal. Oh, hier haben wir auch Sauropoden. Diplodocus sind das. Wunderschön. Und hier geht's dann wieder über die Brücke. Krass aus bei Nacht.
Schön, dass alles beleuchtet ist, aber ich hänge hier ein bisschen fest. Ich komme hier partout nicht rüber. Dann müssen wir wohl runterjumpen. Okay, jetzt habe ich es ganz verkackt, glaube ich. Tja, Pech gehabt. Dann hängt jetzt wohl hier fest, Besucher. Wir fliegen einfach hier weiter, das macht ja nichts. Hier wird es dann auch wieder zurückgehen zur Station. Hier sind wir gerade eingestiegen. Ihr könnt dann auch hier allgemein den Bereich nochmal sehen, von oben und bei Nacht. Alles so schön beleuchtet. Ich glaube, da vorne waren wir auch noch gar nicht drin. Nee, das ist ja auch nochmal ein ganzes Gehege. Da kann man komplett einmal drumherum gehen, so wie es aussieht. Das ist wie so eine Arena. Oh, das sind hier diese Lagunengalerien. Deswegen hast du hier unten auch zugebaut, weil sonst ist das immer so ein bisschen verbuggt von der Optik, wenn man die am Land platziert. Das ist aber sehr gut gemacht. Mit Zäunen und solchen Containern. Hier kann man nämlich dann auch runterfahren. Aber ich glaube, ich will das jetzt einmal sehen hier mit der Ziege. Das kriegt ihr alle hoffentlich noch hin. Guck mal, jetzt haben wir es auch gesehen. Jetzt kann ich euch das nochmal zeigen. Das sind nämlich eigentlich diese Lagundinger. Aber das wäre auch halt voll verbuggt, wenn man die am Land platziert. Deswegen hast du das sehr gut gelöst, dass du das hier zugebaut hast. Dann auch überall die Flutlichter und sowas eingebaut. Voll die gute Idee. Und auch alles richtig schön beleuchtet hier wieder durch die Flutlichter. Oh, guck mal, das habe ich auch hier gerade ganz übersehen. Hier ist nämlich der Eingang in die Gyros-Fernfahrt bei dieser interessanten Steinformation. Ich würde sagen, fahren wir damit doch auch mal. Bin ich da mal gespannt. Mal gucken, was uns hier erwartet an Dinosauriern. Ich schätze irgendwie auch wieder ein Fleischfresser. Oh, ich höre hier schon irgendwas Böses. Aber wo ist es? Klingt ein bisschen wie die los. Ich glaube, die verstecken sich hier in der Mitte. Deswegen sehe ich die nicht. Weil hier ist halt auch voll hohes Gras. Ja, da sind die los. Oh, da geht's auch einmal raus. Habe ich fast übersehen. Gut, dass die Kollegen da gerade durchgefahren sind. Oh, hier sind so kleine Sauropoden drin. Das ist der Nigersaurus. Oh, der kommt uns voll nah. Und dann geht's wieder zurück. Durch das gleiche Tor. Hier könnt ihr das ganze Ding nochmal von oben sehen. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Da links waren wir schon. Ich glaube, wir müssten jetzt rein theoretisch hier wieder einsteigen. In die Einschienbahn. Und hier geht's dann nochmal zu einem riesigen Aviarium. Und du hast auch hier wieder die Station so ein bisschen kombiniert mit einem Gebäude. Ah, das geht hier sogar rein. Oha. Das heißt, man fährt hier durch. Und hier sind Quetzal drin. Mit mega schönen Skins. Gut, dass die jetzt hier so ein bisschen reinbuggen, das ist halt ganz normal, weil diese Deko gehört hier eigentlich nicht rein. Mit Mods da drin. Aber wie cool. Eine Einschienbahn durch ein Aviarium. Und dann auch richtig gut gemacht hier. Mit diesen Steinsäulen, dass es da so abgestützt ist. Oh, und hier sind sogar so Wasserdinger, die nach unten strahlen. Das ist so kreativ. Hammer. Das sieht auch alles richtig cool aus. Und sogar die Türme so im Boden versenkt. Das ist ja auch mal interessant. Kann man hier perfekt den Quetzal beobachten beim Fressen. Hier ist auch wieder alles beleuchtet. Ich sehe überall nur diese ganzen Lichter.
Ist auch richtig schön dschungelig, das Gehege. Der Quetzalskin ist auch richtig schön. Und dahinter ist auch nochmal was sehr Interessantes. Hier können die Besucher auch nochmal rein. Oh, das ist so ein Bereich, wo dann die Quetzal die Ziegen erlegen können. Die haben ja auch eine coole Animation. Da kann man dann auch als Besucher nochmal beobachten. Da sitzen sogar gerade Besucher. Sind auch gut geschützt. Und hier geht's dann wieder raus. Das ist ja cool. Sogar hier oben ist einfach so ein Tor eingebaut. Aber es wird vermutlich nicht funktionieren. Hier kann ich auch nicht durchfliegen. Ah, coole Idee. Einfach so eine Einschienbahn durch ein Aviarium. Habe ich noch nie gesehen. Und auch hier wieder alles richtig schön gemacht mit den Felsen hier am Rand. Das sieht mega gut aus. Und überall die Gebäude. Oh, ich glaube, das hier soll sowas wie eine Seilrutsche sein. Also man geht dann hier rein und dann kann man hier entlang rutschen. In den Bereich. Ich glaube, so ist das gedacht. Und dann kommt man hier hin und kann dann da rausgehen. Mega. Hier habe ich auch noch gar nicht geguckt. Hier sind auch noch mal einige Beobachtungsgalerien. Und hier gibt es... wie heißen die denn nochmal? Uranosaurus. Name ist mir fast gar nicht eingefallen. Aber wie perfekt, der frisst hier vor der Beobachtungsgalerie. Das ist ja cool. Ja, ich würde sagen, wir fahren dann aber weiter. Beziehungsweise wir cheaten jetzt einfach. Wir rutschen jetzt die Seilrutsche hier hoch. Ah, hier ist auch ein Weg. Okay. Dann können wir auch hochlaufen. Und dann kommen wir hier wieder raus. Hatten wir das hier nicht schon gesehen? Nee, das hatten wir nicht gesehen. Das ist auch nochmal sehr interessant. Wieder richtig schön gemacht hier, auch mit den Scheinwerfern. Im Hintergrund hier die Springbrunnen. Und das ist immer sehr, sehr cool, wenn man das so aufteilt, weil dann hat man hier vorne diese Area, wo dann die, in dem Fall Carnotaurus, dann fressen gehen. Aber da hinten haben die halt voll den Dschungel, wo sie sich zurückziehen können und ihre Ruhe haben. Das finde ich echt cool. Ich habe mich mal jetzt hier reingesetzt mit den anderen Besuchern. Wenn wir Glück haben, können wir die jetzt gleich beim Fressen beobachten. Ah, doch, können wir sogar. Ist jetzt gerade nicht die beste Perspektive, ich weiß, weil da genau die Säule vor ist, aber ja, ist halt so. Und die machen sogar gerade die gemeinsame Animation vom Fressen. Ist leider ein bisschen verbuggt gewesen, weil das Fleischstück nicht zu sehen ist. Hier gegenüber ist dann auch nochmal so ein Spot, wo man dann perfekt gucken kann. Ach, das ist das, was wir vorhin schon gesehen hatten. Wo die Sinoceratopse waren, ne? Ja, genau, da hinten laufen sie auch, die Sinoceratopse. Okay. Und dann haben wir hier vorne auch nochmal ein Gehege. Das ist ja auch interessant hier. Du hast hier einfach die Türme so im Boden platziert. Ach, wie cool, da gehen wir mal schnell rein in so einen Turm. Moment. Der frisst gerade perfekt. Man auch perfekt beobachten, ne? Wie heißt der nochmal? Irgendwas mit Kuh. Quinsosaurus oder so? Wir gucken gleich nach. Ja, die ganzen Namen da. Manchmal fällt es mir auch schwer. Die meisten kenne ich aber schon. Aber auch hier wieder richtig gut gemacht, ne? Man kann die hier beobachten. Hast hier noch so einen schönen Fels vorgemacht, damit die da hinten wieder einen Rückzugsort haben. Ich finde diese Aufteilung echt gut von den Gehegen. Das Gehege, da sind wir gerade schon durchgefahren. Das war das mit den Brücken. Hier hätten wir nämlich vorne auch aussteigen können. Ich glaube, wir sind jetzt soweit durch. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Aber das war ein richtig heftiger Park. Also mega coole Ideen. Super kreativ. Alles richtig schön gebaut. Hat echt Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Schwimmcaster, fürs Einsenden. Das Safe Game könnt ihr übrigens unten in der Videobeschreibung finden. Das werde ich dafür euch verlinken. Da könnt ihr es gerne runterladen. Dazu natürlich auch die Modliste. Die müsst ihr nämlich installieren, damit das Ganze vernünftig läuft. Und Leute, falls ihr auch mal einen Park einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr dazu alle Infos.
Aktuell gibt es nicht viele Parks in der Warteschleife, das heißt, euer Park sollte dann relativ schnell drankommen. Und ich würde mich jetzt noch sehr über ein Like von euch freuen und auch über einen Kommentar für den Algorithmus. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, macht's gut, haut rein, euer Dandy.